Es ist Zeit, sich der Spezialeinheit der Trojaner zuzuwenden, dem Rucksack-Katapultisten. Der trägt einen Rucksack und dieser Rucksack ist ein Katapult. Aber wie funktioniert die Einheit eigentlich? Könnte man sie durch einen Buff nützlicher machen und hat sie das überhaupt nötig oder haben wir sie bisher nur völlig falsch verstanden? Das Handbuch zum Trojaner-Add-on beschreibt den Rucksack-Katapultisten als erste Artillerieeinheit der Siedler mit einer Reichweite vergleichbar zum Bogenschützen. Betonung hier auf vergleichbar, nicht identisch, denn die Reichweite der Bogenschützen ist erkennbar größer. Einer der früheren Patches hat die Reichweite der Rucksack-Katapultisten geändert, aber die Patch-Notes lassen nicht erkennen, ob das ein Buff oder ein Nerf war. Es ist also gut möglich, dass ihre Reichweite ursprünglich identisch zu der der Bogenschützen war. In der aktuellen Version liegt sie zwischen Blasrohr und Bogenschützen. Die Reichweite ist aber bei weitem nicht das einzige Problem dieser Einheit. Zwar haben sie mit weitem Abstand den höchsten Schaden aller Fernkampfeinheiten pro Schuss und bereits ein Level 1 Rucksack-Katapultist ist in dieser Hinsicht gleichwertig mit einem Level 3 Bogenschützen, aber ihre Angriffsgeschwindigkeit ist dafür geringer mit einer etwa 2,16 Sekunden langen Angriffsanimation, wodurch der Unterschied nicht so groß ausfällt wie erwartet. Außerdem haben sie mit deutlichem Abstand die geringste Anzahl Trefferpunkte im Vergleich zu allen reinen Militäreinheiten. Es ergibt für eine Artillerie auch soweit Sinn, aber aufgrund ihrer geringeren Reichweite können Rucksack-Katapultisten nicht in dritter Reihe kämpfen, obwohl sie dafür prädestiniert wären. Sieht ziemlich schlecht aus. Was die nackten Zahlen jedoch nicht verraten, ist die Tatsache, dass Rucksack-Katapultisten Flächenschaden verursachen. Das sauber zu testen war nicht ganz einfach, da wir eine Gruppe von Gegnern brauchen, die den Schützen nicht erreichen kann und sich nicht bewegen kann. Nur leider ist eine der besten Methoden, Fatal Errors hervorzurufen, das Pathfinding des Spiels zu überlasten, was unter anderem dann geschieht, wenn sehr viele Soldaten an einem Ort sind, an dem sie in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden und nicht einfällt, Corona-Abstand zu ihren Kollegen einhalten können. Mithilfe des Map-Skripts konnte ich Teile der Truppen dauerhaft über den Frostzauber einfrieren, aber auch das kann ich gerade nur so in dem Umfang nutzen, den ich brauche. Noch dazu muss ich den Spieler steuern, dem die Schwertkämpfer gehören, damit ich ihre Gesundheit im Auge behalten kann. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich den Rucksack-Katapultisten nicht manuell steuern kann. Und selbst wenn, könnte ich ihm nicht befehlen, eine bestimmte Einheit anzugreifen. Und dann fällt sich der Flächenschaden in manchen Situationen auch nicht wie in anderen. Aber ihr seid wegen meiner Ergebnisse hier und ich habe mich mal einer grafischen Darstellung versucht. Dieses rot eingefärbte Feld ist der Soldat, der direkt angegriffen wird. Der Flächenschaden betrifft einen unerwartet großzügigen Bereich, 5 Felder in alle Richtungen. Alle Soldaten in einem Umkreis von 2 Feldern nehmen etwa 50% Schaden, der Rest etwa 25%. Aber auch da gibt es manchmal Abweichungen. Möglicherweise, weil die Soldaten in der Bewegung eingefroren sind und deshalb vielleicht technisch gesehen auf einem anderen Feld stehen, als sichtbar ist. Noch dazu greifen Einheiten normalerweise den nächstgelegenen Feind an. Rucksack-Katapultisten werden also nicht in die Mitte einer Menge schießen und unter normalen Umständen stehen Soldaten auch nicht so dicht zusammen. Theoretisch können Rucksack-Katapultisten also die Schadenswerte aller anderen Einheiten um Längen übertreffen, aber in der Praxis werden die Zahlen sehr schwanken. Ich kann aber bestätigen, dass der Flächenschaden ebenso wie der Schaden des Hauptprojektils über die Kampfmoral des Spielers skaliert. Der Flächenschaden kann aber nicht über die Setter-Values XML geändert werden. Entweder hat der Misswert eine andere Wirkung, die ich nicht ergründen konnte, oder er wird an einer anderen Stelle überschrieben. Was die Praxistests anging, durfte ich aber auch einige Überraschungen erleben, die deutlich machen, wieso ich die Finger von Aspekten der Spielbalance lasse, die ich noch nicht analysiert habe. Gegen reine Schwertkämpfertruppen gingen die Level 1 Rucksack-Katapultisten als klare Sieger hervor, was weder Bogenschützen noch Axtkämpfer noch Blasrohrschützen von sich behaupten können. Von 100 Rucksack-Katapultisten standen am Ende noch 47. Gegen reine Bogenschützentruppen und 50-50-Verbände verloren die Rucksack-Katapultisten zwar, aber bei weitem nicht so haushoch wie die Blasrohrschützen der Mayas. Hier überlebten etwa 30% der feindlichen Streitmacht. Im Early Game erwiesen sich Rucksack-Katapultisten damit als Hardcounter gegen Schwertkämpfer, Axtkämpfer und Blasrohrschützen. Es ist aber zugegebenermaßen auch eine gewisse Menge an Rucksack-Katapultisten nötig, damit sie ihren Vorteil in Sachen Feuerkraft ausspielen können. Diese Ergebnisse setzen sich auch im sonst von mir vernachlässigten Level 2-Bereich sowie im Level 3-Bereich fort. Maximierte Kampfkraft auf beiden Seiten ändert tatsächlich auch nicht viel und bevor jemand fragt, ich habe die Multiplayer-Buffs für die Trojaner aus der History Edition in meine Gold Edition übernommen. Die Bogenschützen im Video sind also denen der anderen Völker ebenbürtig. Also, sind Rucksack-Katapultisten nutzlos? Kurze Antwort, nein, aber ja. Die lange Antwort ist etwas komplizierter und birgt die Gefahr, dass ich mich jetzt richtig unbeliebt mache. Die Trojaner sind das einzige Volk, dessen drei Hauptmilitäreinheiten eine Schere-Stein-Papier-Dynamik haben. Schwertkämpfer schlagen Bogenschützen, Bogenschützen schlagen Rucksack-Katapultisten, Rucksack-Katapultisten schlagen Schwertkämpfer. Alle anderen Völker haben effektiv zweimal Stein und dafür kein Papier. Sanitäter sind, wenn man so blöd ist, sie in aktiven Kampfhandlungen einzusetzen, schwächere Steine. Axtkämpfer schlagen eine ähnliche Kerbe wie Schwertkämpfer, haben aber zumindest noch den Vorteil gegen Gebäude. Und Blasrohrschützen lehren sehr gerne Scheren, sind aber letztendlich gegen alles scheiße. Die Trojaner wären also hervorragend in Schere, Stein, Papier. Leider spielt man im S4 Multiplayer nicht Schere, Stein, Papier, sondern wer produziert innerhalb der vereinbarten Peacetime die besten und meisten Scheren.
Soweit ich das aus den Multiplayer-Aufzeichnungen, die ich im Laufe der Jahre mitbekommen habe, sehen konnte, war das schon früher so und ist auch jetzt noch so. Und genau das ist auch der Grund, wieso niemand außerhalb von Mirror Matches als Trojaner spielen wollte. Sie hatten schlechtere Scheren, aber eben nichts, was diesen Nachteil ausgleichen würde. Eine der wenigen Verbesserungen der History Edition war ja tatsächlich ein Bogenschützenbuff für die Trojaner, der aber nur im Multiplayer gilt, weil wir im Singleplayer ja keine netten Dinge haben können. Und irgendwie kamen die Leute ja auch erst in den letzten paar Jahren auf die Idee, dass jeder Depp mit einem Texteditor dieses Problem korrigieren kann. Aber wenn ich mir die Regeln für das von Soccer Lounge ausgerichtete Siedler 4 Turnier ansehe, wird auch klar, dass gar keine andere Strategie erwünscht ist. Eine Peacetime zu vereinbaren ist ja völlig legitim, das gibt es in vielen Spielen, aber die Turnierregeln sehen nicht mehr als 3 große Türme pro Spieler vor und in Vorrunden war es auch nicht erlaubt, in das Gebiet eines anderen Spielers zu siedeln. Ohne Türme sind sowohl Schwertkämpfer als auch Axtkämpfer weitgehend sinnlos und das obwohl Schwertkämpfer Bogenschützen hardcountern. Niemand, der bei Verstand ist, würde bei Schere statt Papier Papier wählen, wenn er genau weiß, dass sein Gegner immer Schere und niemals Stein wählen wird. Und wenn andere Strategien nicht oder nur sehr eingeschränkt erlaubt sind, muss sich auch niemand darauf vorbereiten, dass einer seiner Gegner etwas anderes tun könnte. Bevor jetzt irgendwer denkt, ich würde Zocker Lounge die Schuld dafür geben, nein, wie gesagt, das Problem ist viel älter. Es ist egal, ob ich mir Spiele aus diesem Jahr oder von vor 10 Jahren ansehe, der Ablauf ist immer identisch. Wir haben hier eine Einheit, die 3, wenn man Sanitätermetze jetzt sogar 4 andere hardcountert. Rucksack-Katapultisten benötigen keinen Buff, sie sind sehr stark. Nur leider sind sie trotzdem weitgehend nutzlos, weil niemand die Einheiten einsetzt, gegen die sie gut sind. Wie weit das ein tieferes Siedlerproblem oder ein Problem mit der Spielerschaft ist, ist akademisch. Aber so wie ich das sehe, legen die Spieler bewusst Wert darauf, jede abweichende Situation, die eine andere Strategie oder Einheitenkonstellation erfordern würde, zu verhindern. Und genau sowas ist ein Grund, wieso Age of Empires 2, StarCraft 2, League of Legends, Dota 2 und noch viele andere Spiele E-Sports sind, aber Siedler 4 nicht.